Ja, herzlich willkommen zu diesem BLC-Webinar. Sie sollten nun alle meinen Bildschirm sehen können und mich klar und deutlich hören. Wenn das nicht so ist, freue ich mich über eine kurze Chatnachricht im Chatfenster. Mein Name ist Christiane Miet und wir schauen uns heute das Thema Translation Memory an, wie genau so ein Translation Memory funktioniert und was Ihnen das in Ihrem Übersetzungsprozess bringen wird. Ich warte noch eben, es sind noch ein paar Teilnehmer, die sich gerade einwählen, dass die auch noch zu uns stößen. In der Zwischenzeit sage ich kurz noch was zum Webinarablauf. Sie sind alle auf stumm gezeichnet. Sie können aber jederzeit über das Chatfenster eine Nachricht schicken, wenn Sie eine Frage haben oder eine Anmerkung zu einer Audio- oder einem Bildthema. Ansonsten wird das Webinar eine halbe Stunde gehen. Und am Ende ist noch kurz Zeit für eine Fragerunde. Ja, mein Name ist Christiane Mied, ich bin Sprachprozessberaterin für Berns Language Consulting und gebe dort eben auch Systemschulungen und Beratung zu verschiedenen Systemen. Berns Language Consulting gibt es nun seit etwas mehr als 10 Jahren. Wir sitzen in Düsseldorf und wir konzentrieren uns auf die gesamte Prozesskette von der Redaktion über die Übersetzung hin zur Publikation. Wir bieten dabei selbst keine Übersetzungen an, sind also keine Übersetzungsdienstleister und wir entwickeln auch keine Systeme selbst, sondern unser Fokus liegt wirklich auf den Abläufen dahinter und den ganzen Bedingungen, die diesen Übersetzungsprozess dann auch auslösen. Wir machen dabei Beratung hinsichtlich der Systemauswahl. Wir führen aber auch Tests durch, wenn ein System ausgewählt wurde und eingeführt wird. Und wir unterstützen auch im laufenden Betrieb. So viel erst einmal zu uns. Aber unser heutiges Thema ist ja das Translation Memory. Dabei habe ich ein schönes Zitat, das ich immer wieder gerne anbringe, von Karl-Johann Lönnroth. Das ist der Direktor bei der Europäischen Kommission für Übersetzung und der hatte nämlich mal gesagt, Nowadays translation is not just a matter of finding the right word, but also of using the right technology. Und diese Technologie, die er damit meint, dazu gehört ihm auch das Translation Memory. Zuerst einmal möchte ich etwas Allgemeines zu dem ganzen Prozess an sich sagen und dort das Translation Memory und seine Rolle auch situieren. Dann geht es darum, wie funktioniert ein Translation Memory und was haben Sie davon, eines zu benutzen. Wir fokussieren uns dabei vor allen Dingen auch auf die Kosteneinsparungen, die das Translation Memory mit sich bringt. Und zum Schluss gebe ich dann so einen großen Überblick über die Systeme, die es dort auf dem Markt gibt, denn da sind verschiedene Ausprägungen vorhanden und je nachdem, in welchem Szenario das System eingesetzt wird, kann man da verschiedene Sachen wählen. Aber das wird nur so ein globaler Überblick. So beginnen wir nun also mit dem mehrsprachigen Informationsprozess an sich. Das ist so die gesamte Prozesskette, wie man sie von der Redaktion bis zur Publikation in der Regel durchläuft. Das Ganze beginnt damit, den Ausgangstext zu erstellen und im Idealfall auch Qualität zu prüfen. Das kann über eine ganz normale Word-Rechtschreibkorrektur sein, aber es gibt dafür auch etablierte Systeme, um mehrere Komponenten zu prüfen. Dann werden die qualitätsgeprüften Ausgangstexte in das System, in das Translation Memory System importiert, wo dann ein Auftrag erstellt wird. Bei dieser Auftragserstellung werden dann vorhandene Ressourcen wie das Translation Memory oder die Terminologie hinzugezogen und die gefundenen Treffer übernommen. Diesen Prozess der Übernahme von gefundenen Ressourcen nennt man Vorübersetzung. Das Delta, also das, was dann noch neu übersetzt werden muss, würde dann an den Übersetzer weitergegeben werden, der das dann in seinem Translation Memory System übersetzt. Die angefertigten Übersetzungen werden gleichzeitig abgespeichert in dem Translation Memory, in der Datenbank, und die übersetzten Texte gehen dann in die Revision oder in das Lektorat, so dass dann die abgenommene Zielsprachenfassung in die Publikation übertragen werden kann. Innerhalb der Prozesskette ist alles, was unter dem Prozess Übersetzung läuft, was ich erklärt habe, das gehört zu den Prozessen innerhalb des Translation
Memory-Systems. Also die ganze Verarbeitung des Übersetzungsauftrags und die Übersetzungsarbeit an sich und zum Teil auch die Qualitätsprüfung kann in einem Translation Memory-System gemacht werden. Das Translation Memory an sich ist eine einzelne Komponente von diesem System, nämlich der Datenspeicher, also das, wo die Übersetzungen abgespeichert werden und für Folgeaufträge weiterverwendet werden. Das wird auch sehr gern Referenzmaterial genannt in dem Deutschen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, wie das funktioniert. So ein Translation Memory System hat verschiedene Vorteile gegenüber der Arbeit ohne ein System. Zum einen hat das natürlich qualitative Vorteile, denn wenn die Übersetzungen immer wieder neu verwendet werden können für Folgeaufträge und man davon ausgeht, dass immer die qualitätsgeprüften Übersetzungen abgespeichert werden im Translation Memory, dann steigt dadurch natürlich auch die Qualität in den Folgeaufträgen, denn man macht die Fehler nicht immer wieder neu, sondern man nimmt immer die geprüften und qualitativ hochwertigen Übersetzungen aus den Datenspeicher. Und das wird dann in der Zeit auch ein Qualitätssteigerung allgemein mit sich bringen, weil natürlich dadurch auch konsistenter übersetzt werden kann, auch dokumentübergreifend und das dann auch die Qualität der gesamten Dokumentation steigert. Natürlich ist das auch ein zeitlicher Aspekt, wenn man immer nur das Delta, also die neuen geschriebenen Texte neu übersetzen muss, dann ist es natürlich weniger Umfang als das gesamte Dokument neu zu übersetzen. Dadurch wird sich dann mit der Zeit auch herausstellen, dass die Übersetzungszeit, die gebraucht wird, immer kürzer wird und die Übersetzungen schneller geliefert werden können. Ein Translation Memory System bringt aber auch einen Kollaborationsvorteil mit sich, denn wenn alle am Prozess beteiligten Personen auf das System zugreifen können, dazu gehören Autoren, Übersetzer, dazu gehören aber auch Lektoren oder Qualitätsprüfer, dazu gehören aber auch Terminologen. Wenn die alle auf dieselben Daten zugreifen können und da die Datenpflege betreiben können, dann ist das natürlich auch ein leichtes Mittel, um miteinander zu interagieren und den Input von allen beteiligten Personen einzuholen. Außerdem wird natürlich mit einem Translation Memory System auch das manuelle Verschicken von Dateien eingespart. Wenn man sich nämlich für eine Translation Memory System entscheidet, das auf einem Server installiert wird, dann müssen diese Dateien nicht mehr manuell ausgetauscht werden, sondern jeder kann zentral darauf zugreifen. Ein System bringt natürlich immer auch eine Kontrolle mit sich, denn man hat die Übersetzungen abgespeichert an einem zentralen Ort und kann so auch deren Qualität immer wieder überprüfen und schauen, was übersetzt wurde, in welcher Form und was man daran ändern kann. Gleichzeitig bietet aber ein System auch die Möglichkeit, die Übersetzungskosten im Vorhinein zu kalkulieren, indem man den Abgleich mit der Datenbank durchführt. Erhält man natürlich auch schon vorher eine Aussage, wie viel wird das in etwa kosten, diesen Auftrag zu übersetzen, wie viel Zeit wird das in Anspruch nehmen und darauf basierend kann man dann natürlich auch seine Rechnungsstellung oder seine Verhandlungen mit dem Übersetzungsdienstleister ausrichten. Ja, wo wir gerade über die Kosten gesprochen haben, natürlich spart es auch Kosten, wenn man immer nur das Delta neu übersetzen muss. Bei diesem Abgleich im Translation Memory werden verschiedene Kategorien von Übereinstimmungen verwendet, die nennt man Fuzzy-Match-Kategorien. Darüber spreche ich aber später auch noch einmal. Und diese Kategorien ermöglichen es einem, wirklich den vollen Zeilenpreis für das komplett neue den komplett neuen Satz oder das komplett neue Segment zu bezahlen und für die Übereinstimmungen entsprechend immer weniger. Natürlich, wenn man den Satz schon eins zu eins im Datenbankspeicher hat, muss man das nicht neu übersetzen und demnach auch nicht den vollen Preis dafür bezahlen. Und durch dieses Wiederverwendungsprinzip sinken die Übersetzungskosten mit steigenden Volumen. Also je mehr man in die Datenbank einspeist an Daten, desto mehr wird zukünftig natürlich auch an Übereinstimmung gefunden und dadurch reduzieren sich dann wieder die Kosten, denn man bedient sich an an den Ressourcen, die man schon hat. Gleichzeitig gibt ein Translation Memory System einem aber auch die Möglichkeit, Vorgänge zu automatisieren.
Man muss nicht mehr so viel manuell machen, sondern das System nimmt einem viel Arbeit ab und das spart natürlich Zeit, aber auch Koordinationskosten. Also anstatt die Daten alle über E-Mail zu verteilen, kann man sie in das System einspeisen. Anstatt zu suchen in Vorgängerdokumenten, wie wurde das übersetzt, hat man das aus der Datenbank. Und viele Verarbeitungsprozesse werden durch das System direkt schon abgebildet. Je nachdem, was für eine Systemausprägung man hat, kann man auch noch Workflows implementieren und so den manuellen Anteil noch weiter reduzieren. So, nun ist natürlich die große Frage, wie funktioniert jetzt dieses ganze Translation Memory Prinzip technisch? Da befassen wir uns jetzt erst einmal damit, wie die Daten in das Translation Memory System importiert werden. Alles beginnt natürlich mit einem Ausgangstext. Dieser Ausgangstext kann verschiedene Formate haben, kann auch verschiedene Layout- oder Formatierungsinformationen enthalten. Die meisten Formate werden auch von dem Translation Memory System abgedeckt. Beim Import in das System wird zunächst einmal diese ganze Formatinformation von dem Textanteil getrennt und separat abgespeichert. Das Ziel davon ist, dass am Ende nur noch ein Plaintext in dem System ist und der Übersetzer sich wirklich darauf konzentrieren kann, was er auch übersetzen muss. Natürlich gibt es Formatierungen, die dann dem Text zugewiesen werden müssen. Das wird je nach System unterschiedlich verarbeitet, aber der Fokus soll bei dem Übersetzer tatsächlich auf dem Text liegen, denn das ist ja auch das, was er übersetzen muss. Nachdem dieser Plaintext erzeugt wurde, erfolgt dann der Abgleich mit den Ressourcen. Wenn ich von Ressourcen spreche, dann meine ich eigentlich alles, was dem Übersetzer hilfreich sein kann. In erster Linie ist das natürlich das Translation Memory, also die Datenbank, wo ältere Übersetzungen schon abgelegt sind. Aber dazu gehören auch Terminologie. Wenn man da ein Glossar oder eine Terminologiedatenbank angebunden hat, kann die für die Vorübersetzung verwendet werden. Aber man kann auch maschinelle Übersetzung benutzen und auf deren Basis vorübersetzen. Das ist vor allen Dingen jetzt gerade so ein aktueller Trend, der oft verfolgt wird. Und das System sucht dann in diesen kleinen Ressourcen, Datenbanken, nach Übereinstimmungen, die es sich dann automatisch heranzieht und in das Zielsprachenfenster, in den Zielsprachenanteil überträgt. Das Ziel davon ist, dass der Übersetzer dann nur noch die Abweichungen korrigieren muss und es ein geringerer Aufwand ist, als den Text komplett neu zu übersetzen. Und dann folgt natürlich noch eine Teilung des Textes nach verschiedenen Einheiten, das wird Segmentierung genannt. Man kann in den Einstellungen festlegen, wonach der Text gesplittet wird. In der Regel sind das aber Bedeutungseinheiten, also Satztrennungen oder Absätze, und die ergeben dann in dem Translation Memory ein eigenes Segment, das dann bearbeitet wird. Der Sinn davon ist auch, wenn man, je kleiner die Bedeutungseinheit ist, desto höher ist der Wiederverwendungsgrad. Also wenn man nur einen Satz im Translation Memory abspeichert, kann der natürlich häufiger verwendet werden, als wenn es ein kompletter Absatz ist, der in dieser Form höchst selten noch einmal vorkommt. Ja, und am Ende hat man dann ein Sprachpaar, so wird es genannt, das besteht aus einem ausgangssprachlichen Anteil und einem zielsprachlichen Anteil. Es wird immer ein Sprachpaar gebildet, also eine Ausgangssprache und eine Zielsprache. Wenn nun ein Text in verschiedene Zielsprachen übersetzt werden muss, dann ist das immer jeweils ein Auftrag oder ein Job, der da separat dargestellt wird. So viel erst einmal zu der Import-Theorie. Nun hatte ich ja vorhin schon einmal über den Abgleich gesprochen mit dem Translation Memory und darüber, dass es die Kategorien gibt. Das möchte ich nun zeigen. Dafür habe ich jetzt einmal beispielhaft einen Satz gewählt. Drücken Sie die Enter-Taste. Wir gehen nun davon aus, dieser Satz, drücken Sie die Enter-Taste, ist bereits einmal übersetzt worden und liegt so auch im Translation Memory ab, mit einer englischen Übersetzung. Das heißt, wenn dieser Satz in einem nächsten Dokument noch einmal kommt, dann wäre er ja 100% ähnlich zu dem
Satz im Referenzmaterial, wäre also ein Exact Match, davon sprechen, oder ein 100% Match, wird auch oft benutzt. Und dann kann diese englische Übersetzung 1:1 in den Zieltext übernommen werden. Man geht dann davon aus, dass dieser Text von dem Übersetzer nicht mehr angefasst werden muss. Und deswegen ist es auch in der Regel, wird der dann nicht nochmal extra bezahlt. Dann hat man noch verschiedene Abweichungen, also die nächsten drei Sätze unterscheiden sich geringfügig von dem Ausgangssatz, drücken Sie die Enter-Taste. Und je nachdem, wie hoch diese Abweichung ist, wird dann in Prozenten eine Ähnlichkeit ermittelt. Also während der erste Satz mit den Anführungszeichen sehr ähnlich zu dem Ausgangssatz ist, deswegen auch eine 90% Ähnlichkeit ermittelt wird, ist der vierte Satz, also der letzte in diesem Dreierblock, dann schon eine größere Abweichung und der wird dann nur noch mit 67% Ähnlichkeit bemessen. Das sind dann diese Fuzzy Match Kategorien. Man kann die individuell bestimmen, aber es sind auch Default Kategorien in den Systemen hinterlegt und die werden dann unterschiedlich bepreist. Natürlich geht man davon aus, wenn ein Satz 90% ähnlich ist mit einem Satz aus dem Translation Memory, dann muss man da nicht mehr viel anpassen. Deswegen kostet der dann weniger als ein Satz, der zu 67% nur ähnlich ist. Da müsste mehr korrigiert werden. Und ja, das ist dann diese Aufwandsabschätzung, die da unterschiedlich bepreist wird. Und das sind auch die Verhandlungen, die man dann mit dem Auftraggeber machen muss, wenn der auch ein Translation Memory System im Einsatz hat und auf Basis dieser Kategorien abrechnen möchte. Dann geht es natürlich darum, wie viel Aufwand die tatsächlich machen und was man dann dafür verlangen kann. Der letzte Satz, Eingabetaste bestätigen, hat nun so gut wie keine Übereinstimmung mehr zu dem Ausgangssatz, obwohl er inhaltlich identisch ist. Trotzdem ist er sprachlich komplett unterschiedlich. Deswegen findet das System auch keine Ähnlichkeit, also das System kann nicht erahnen, dass es inhaltlich dieselbe Bedeutung ist und gibt so dann auch kein Fuzzy Match mehr aus, also keinen Treffer mehr. Natürlich kann der Übersetzer übersuchen im Translation Memory, dann darüber schauen, ob es ähnliche Formulierungen schon gibt und die übernehmen für die Konsistenz, aber das System gibt da hier jetzt erstmal kein Match aus. Und das wären dann auch die Fälle, wo bei der Rechnungsstellung der volle Zeilenpreis bezahlt würde, also das Delta, von dem ich sprach, der neue Textanteil. So, das ist jetzt erstmal die Theorie. Ich habe auch ein Beispiel vorbereitet, in das ich nun eben wechseln werde. Auch hier freue ich mich darüber, wenn es nicht funktionieren sollte, dass Sie mir dann einen kurzen Überblick geben. Sie sollten nur in eine andere Ansicht sehen, so einen kleinen Demo-Text. Man sieht hier, das ist jetzt wirklich, das sind dieselben Sätze, die ich gerade in dem Beispiel benutzt habe. Ich wollte Ihnen nur noch einmal zeigen. Hier ist jetzt so ein Bild drin und ein bisschen Formatierung. Und dieses Dokument, dieses Word-Dokument, habe ich nun in ein Translation Memory-System importiert. Beziehungsweise werde ich das jetzt tun. Ich habe hier ein Projekt vorerstellt, damit wir uns diesen Aufwand sparen und bin jetzt wirklich an dem Schritt, wo ich ein Dokument zur Übersetzung importiere. Das kann ich dann hier auswählen, einfach hochwählen, hochladen und dann funktioniert die Verarbeitung. Was ich gesagt habe, wird dann der Layout, die Layout-Informationen von dem Plaintext getrennt und das Ganze in eine Ansicht gebracht, die für den Übersetzer gut zu handhaben ist in diesem System. Das sieht dann in der Regel so aus. Also man hat immer eine Ausgangstextansicht und eine Zieltextansicht, in die die Übersetzung dann geschrieben werden soll. Hier unten sieht man dann nochmal, wie das in dem Original aussah. Das ist dann eine Formatinformation für den Übersetzer, damit er weiß, wie das dann aussehen wird. Und hier sieht man auch die Segmente, von denen ich spreche, wo die nach Bedeutungseinheiten getrennt wurden, sodass der Übersetzer Satz für Satz durchgehen kann. Und jetzt würde ich die Vorübersetzung anstoßen. Man könnte das auch automatisieren und sagen, dass beim Hochladen des Dokuments direkt eine Vorübersetzung angefertigt werden soll. Das habe ich jetzt hier aus dem und Zwecken bewusst nicht getan. Und dann sieht man hier diese Fuzzy Match Kategorien, von denen ich sprach. Wenn ich jetzt hier also in das Segment hineingehe, dann werden mir bei diesen Ergebnissen hier oben
direkt angezeigt, es gibt diese Übersetzung schon 1 zu 1 in dem Translation Memory, deswegen ist es auch ein 100% Match. Dieses hier, diese 2, das ist ein Treffer aus der Terminologiedatenbank. Also zu dem Projekt habe ich auch eine Terminologiedatenbank angebunden, in die ich einen Term mit Enter-Taste eingepflegt habe. Ich kann auch hier noch definieren, dass es dazu noch einen anderen Begriff geben soll, der genauso zulässig ist. Aber ich kann auch sagen, ja, Enter-Taste möchte ich nicht. Das ist ein verbotener Term, der darf nicht benutzt werden. Würde er benutzt, dann würde ich da eine Fehlermeldung bekommen. Und hier habe ich auch direkt die englische Übersetzung von diesem Term mit eingepflegt. Und hier kann man auch ein Bild noch einspielen, dass man da noch eine Zusatzinformation hat. Das ist nur, um Ihnen zu zeigen, was da möglich ist. Und dieser Term, Enter-Taste, ist jetzt in anderen Segmenten ebenfalls übernommen worden, so wie in dem letzten hier, wo es ein 0% da ist. Da ist jetzt Enter-Key trotzdem übernommen worden, weil er die Übersetzung aus dieser Terminologiedatenbank gefunden hat. Also das meinte ich vorhin, dass man zur Vorübersetzung eben auch Terminologie heranziehen kann, nicht nur Translation Memories. Genau, und je nachdem, wie dann der Grad ist, muss dann diese Übersetzung eben noch vom Übersetzer angepasst werden, sodass sie zu dem Ausgangstext passt. Genau, so viel zu der kurzen Demonstration. Dann wechsle ich wieder in meine Präsentation zurück. Ich habe ja nun schon öfter erwähnt, dass so ein Translation Memory eben Einsparpotenziale bringt. Sie haben nun gesehen, wie das technisch funktioniert, das Translation Memory zu verwenden über die Vorübersetzung. Wenn man nun davon ausgeht, dass das Translation Memory kontinuierlich befüllt wird mit neuen Übersetzungen, dann wird sich natürlich mit der Zeit auch die Vorübersetzungsrate erhöhen. Das ist jetzt hier nur so ein kleines Fallbeispiel, woran man sieht, mit der Anzahl der Sprachen und natürlich auch mit steigender Zeit wird sich dieses Einsparpotenzial auch erhöhen. Also klar, wenn wir nun Translation Memory in einer Sprache haben und das nur im ersten Jahr verzeichnen, dann ist es noch relativ gering, weil der Datenbankspeicher noch nicht groß befüllt ist. Aber im zweiten Jahr ist da schon sehr viel mehr drin. Dadurch wird natürlich mehr wiederverwendet. Und wenn man das dann noch mit mehreren Sprachen durchexerziert, hat man natürlich im Gesamten ein sehr hohes Einsparpotenzial. Denn in jeder Sprache eine Vollübersetzungsrate von 40% herrscht, dann ist das schon eine erhebliche Einsparung, die man durch den Einsatz von einem Translation Memory bekommt. Nun noch zum Schluss zu den Systemausprägungen. Es ist unglaublich viel auf dem Markt vorhanden. Translation Memory System ist sozusagen nur der Oberbegriff für verschiedene Ausprägungen. Man kann natürlich die kleinste Version der Einzelplatzlösung wählen. Das ist dann ein System auf einem Rechner für einen Benutzer. Das wird von Freelancern gern verwendet, in Agenturen oder auch beim Kunden wird aber eher zu einer kleinen oder einer großen Serverlösung tendiert. Da wird dann die Software auf einem eigenen Server installiert und da haben dann mehrere Leute drauf Zugriff. Unterschied zwischen kleiner und großer Serverlösung ist dann die Anzahl der Lizenzen, aber auch der Automatisierungsgrad. Und dann ein neuer Trend geht hin Richtung Cloud. Da wird die Software als SaaS-Lösung von einem Anbieter bereitgestellt, ist also in einer Public Cloud. Das Attraktive daran ist, dass die Preisstruktur da meist auf monatliche Abrechnung basiert. Das heißt, das kann man natürlich leichter kündigen und besser nutzen, wenn man nur wenig Umfang hat. Und trotzdem bietet es aber ähnliche Funktionen wie so eine Serverlösung. Also man kann mehrere Lizenzen mit der Cloud verbinden, auch einen hohen Automatisierungsgrad. Man hat da auch gemeinsame Ressourcen, so wie bei den Serverlösungen. Wenn natürlich viele Leute darauf zugreifen können, können sie auch gemeinsame Daten nutzen. Wohingegen bei einer Einzelplatzlösung die Daten nur für diesen einen Benutzer zugänglich sind und auch manuell ausgetauscht werden müssten. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel Automatisierung einem das Tool bringen soll, entscheidend. Also in der Einzelplatzlösung hat man Automatisierungsmöglichkeiten, aber sie sind im Vergleich zu den anderen Ausprägungen reduziert. Bei einer großen Serverlösung kann man sogar komplette Workflows einbinden. Das ist vor allen Dingen für
für die Industrie relevant, wenn es da viele Märkte gibt mit sehr vielen Daten unterschiedlicher Formate. Dann möchte man natürlich nicht jede Datei einzeln in die Übersetzung geben, sondern dann gibt es überwachte Ordner, wo das automatisch herausgenommen wird. Das wird automatisch an den Übersetzer gegeben, automatisch abgerechnet und so weiter. Je größer das System, desto mehr Möglichkeiten gibt es da natürlich zu automatisieren. Ja, und das sind jetzt hier so ein paar Beispiele von Systemen, die dort auf dem Markt sind. Ja, die größten Tools sind immer noch, werden noch von SDL entwickelt oder auch von EQUAS. Der EQUAS Language Server ist gerade bei den großen Serverlösungen sehr beliebt. Auch Kilray hat mit MemoQ schöne Lösungen entwickelt, die unterschiedlich skaliert werden können, genau wie die Star-Lösungen mit Transit Next. Bei den Cloud-Anbietern gibt es sehr, sehr viele. Die ich hier dargestellt habe, sind so die, die am häufigsten Einsatz finden. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch tausend mehr gibt, die genauso gut geeignet sind. Wenn man sich also entscheidet, so ein System einzusetzen, muss man erst einmal genau überlegen, was sind so die Anforderungen, die man an das System stellt, was braucht man überhaupt, in welcher Größe, bevor man dann an den Hersteller geht und schaut, ob das wirklich die Lösung ist, die einem den optimalen Effekt bringt. Man sollte dafür auch genau überlegen, welche Kriterien für so eine Systemevaluierung relevant sind. Das kann zum Beispiel über solche Evaluierungstabellen passieren. Das kann aber auch wunderschön ausgelagert werden, denn es gibt natürlich Spezialisten, die sich gut mit den Systemen auskennen und so eine Systemevaluierung schneller ermöglichen können, als man das selbst kann, wenn man sich natürlich nicht so einen Überblick hat über die Möglichkeiten. Und so eine Systemevaluierung gehört eben auch zu den Sachen, die wir bei Bernds Language Consulting gerne und oft machen. So, das war jetzt erstmal nur das Wichtigste zu dem Thema Translation Memory. Als Fazit habe ich noch drei große Argumente für ein Translation Memory aufgenommen. Das ist zum einen die Qualität. Wie ich schon gesagt habe, werden die Übersetzungen immer wieder verwendet und sind die Übersetzungen in hochwertiger Form abgespeichert, dann steigert das natürlich die Qualität. Der zweite Punkt ist die Zeit. Man ist natürlich schneller, wenn man nur das Delta übersetzen muss, kann schneller liefern. Und das Letzte ist die Einsparung. Durch die Wiederverwendung von vorhandenem Material muss man natürlich weniger neu übersetzen und das reduziert die Übersetzungskosten, aber ein Translation Memory bringt auch einen hohen Grad an Automatisierung, was dann den manuellen Aufwand und die Koordinationskosten reduziert. So, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich kurz und knapp in einer halben Stunde präsentieren wollte. Ich hoffe, Sie haben einen guten Einblick gefunden in die Funktion eines Translation Memories. Sie können nun gern noch Fragen stellen in das Chatfenster. Wenn Ihnen aber im Laufe des Vormittags oder im Laufe des Tages noch Fragen einkommen zu dem Thema, können Sie natürlich auch gern immer eine Mail schreiben an uns oder uns einfach anrufen. Das ist natürlich genauso möglich. Ich würde jetzt noch einfach 2 Minütchen warten, ob noch eine Frage kommt. Bedanke mich aber schon mal bei allen für die Teilnahme und für das Interesse an unserem Webinar. Ich würde mich freuen, Sie in einem anderen WLC-Webinar wieder begrüßen zu können. Thank you.